Tag 2 beim Prime Day und wir haben wieder eine kleine Auswahl von den besten Deals am Start, die wir finden konnten. Wenn sich das gut anhört, dann bleibt auf jeden Fall dran und los geht's. Ja, es ist der 11. Oktober, sprich der Prime Day geht weiter. Und bevor wir anfangen, natürlich, ihr findet alle Deals, die wir jetzt in diesem Video haben, in der Beschreibung verlinkt und natürlich noch viel, viel mehr auf unserer Landingpage hier auf dealdoctor.de. Die Sachen werden ständig aktualisiert von unserer Redaktion, von unserer Community. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und auf unserem Instagram-Kanal, vor allem in den Stories, da wird Shirin wahrscheinlich wieder ohne Ende los posten. Das ist auf jeden Fall auch super interessant, um keine Deals zu verpassen. Wir fangen direkt mal mit einer interessanten Sache von Amazon selber an, und zwar erstattet euch Amazon automatisch die Preisdifferenz bei Artikeln, die ihr gekauft habt, wenn sich dieser Artikel dann noch einmal verbilligt in dieser Phase vom Prime Day. Im Genauen betrifft das Artikel, die ihr bis Mitternacht zum 11.10. gekauft habt. Falls sich bis zum 18.10. diese Artikel dann noch einmal im Preis senken, wird euch Amazon automatisch die Differenz quasi schenken. Wie das jetzt genau läuft, ob das jetzt mit einem Guthaben oder vielleicht mit einer Direktüberweisung funktioniert, das schaut ihr am besten mal direkt hier auf der Seite nach. Ihr könnt da auch nochmal extra auf der Amazon-Seite nachlesen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Haltet da mal einen Blick auf, vor allem wenn ihr sehr viel jetzt zum Prime Day gekauft habt. Vielleicht kriegt ihr da sogar noch ein bisschen Geld zurück. Fangen wir mal direkt mit dem Chromecast mit Google TV an. Der ist nämlich gerade runtergesetzt in den verschiedenen Varianten. Einmal hier natürlich die 4K-Variante in Himmelblau für 59,99 statt 69,99. Oder auch die weiße Version selber Preis. Oder wenn ihr keinen 4K-Fernseher oder 4K-Bildschirm habt, den ihr damit ansteuern wollt, könnt ihr euch auch die HD-Version für gerade mal 30 Euro holen statt 40. Lohnt sich total. Wir haben den Chromecast mit Google TV schon einige Male in einigen Videos drin gehabt, in Vergleichen und Tests und so weiter. Können wir wirklich nur wärmstens empfehlen. Ist einer der leistungsfähigsten und, wie ich finde, auch besten Streaming-Sticks, die ihr euch holen könnt. Also wenn ihr jetzt keine Lust habt auf, keine Ahnung, Fire TV oder so, ist das Ding auf jeden Fall einen Blick wert. Der Chromecast mit Google TV, checkt das mal aus. Und wir haben auch nicht die Nintendo Switch vergessen, da gibt es auch einen Deal. Allerdings, wie ihr vielleicht hier auf der Seite sehen könnt, von der italienischen Amazon-Seite, da bekommt ihr momentan die Nintendo Switch OLED für 2,99 statt 3,29. Sollte auch kein Problem sein mit dem Versand. Checkt das Ganze mal aus für die neueste Version der Switch. Falls ihr eure Bude ein bisschen smarter machen wollt, dann sind diese LED-Wands WLAN-Steckdosen auf jeden Fall eine gute Option. Die sind Google Assistant und Alexa-kompatibel. Kosten momentan 7 Euro statt 12, sprich fast 50% runtergesetzt. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Das hier ist für eine Steckdose, aber ihr könnt auch gleichzeitig euch ein Multipack holen, wenn ihr direkt mehrere Sachen versmarten wollt. Das ist auch runtergesetzt. Also kann ich wirklich nur empfehlen, solche Dinger sind praktischer, als man glaubt. Wir haben die bei uns im Büro und wir machen damit immer unsere ganze Bürobeleuchtung an und aus, und das ist mega praktisch einfach. Und wenn wir schon bei Büros sind, vielleicht eine coole Option für euer Homeoffice ist dieser Songmix Stehtisch, also höhenverstellbarer Schreibtisch für 143 Euro statt 160. Und das Coole ist, momentan könnt ihr hier einen 15 Euro Coupon draufsetzen, sprich ihr spart nochmal mehr. Ist auf jeden Fall cool, diese höhenverstellbaren Tische sind jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr in. Und ich finde sie auch ehrlich gesagt praktisch, weil ständig am Schreibtisch sitzen ist auch nervig. Da mal aufstehen und ein bisschen stehend arbeiten, geht auf jeden Fall klar. Ja, und passend für den Schreibtisch gibt es auch noch hier den Bürostuhl von Songmix für 46 Euro statt 63. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ein guter Bürostuhl macht auf jeden Fall einen großen, großen Unterschied, wenn man lange arbeitet. Ich habe sehr, sehr lange Zeit auf Holzstühlen gearbeitet und mein Rücken hat es mir nicht gedankt. Von daher, checkt das mal aus. Das könnte auf jeden Fall genau das Richtige für euch sein. Als nächstes haben wir diesen USB-Stick von Samsung. Auch wenn wir gerade alles in der Cloud haben, mit Google Drive, Dropbox, was auch immer, ist es immer gut, Sachen auf einem USB-Stick zu speichern, um es zu transportieren. Und hier haben wir gerade dafür den Samsung Fit Plus USB-A USB-Stick mit 256 GB Speicher und USB 3.1 für 26 Euro statt 35. Kann man auf jeden Fall super machen. Und vor allem dieser kleine Formfaktor macht es perfekt, um das Ding, keine Ahnung, sogar ins Portemonnaie zu packen oder so. Kommen wir mal zu ein paar Alltagssachen, wie zum Beispiel dieser Steckdosenleiste von Brennstuhl, der Ecoline. Im Deal steht die noch ein bisschen günstiger, als sie jetzt hier auf der Seite ist. 7,99 ist aber immer noch billiger als die 15 Euro vorher. Sprich, perfekt. Hat alle möglichen Sicherungsvorrichtungen und vor allem Brennstuhl ist eine sehr, sehr hochwertige Marke, wenn es um Mehrfachsteckdosen geht. Da könnt ihr auf jeden Fall ohne Bedenken mehrere Sachen dran anschließen.
ist in meinen Augen immer wichtiger geworden, vor allem weil wir immer mehr Elektronikgeräte überall dran schließen und dann irgendwie, keine Ahnung, die billige 1 Euro Steckdosenleiste zu nehmen, ist keine gute Idee. Von daher, checkt mal aus, diese Brennstuhl Ecoline Steckdoseleiste. Dann haben wir aus den Kommentaren eine Frage gehabt nach einer Überwachungskamera für den Außenbereich mit WLAN, Solar und noch eine Menge andere Sachen. Und da haben wir hier diese Reolink Argus PT Ultra gefunden. Das ist eine 4K-Überwachungskamera für den Außenbereich mit Wi-Fi, mit einem Solarpanel. Also perfekt, um euer Grundstück zu überwachen. Das Ding ist mit 175,99 Grad richtig gut runtergesetzt, denn man bekommt gerade das Grundmodell ohne das Solarpanel bei Kaufland für irgendwie 210 Euro. Und ihr könnt da noch einen 16 Euro Coupon obendrauf setzen, sprich unter 150 Euro für so ein Teil. Ich hoffe, das konnte demjenigen, der danach gefragt hat, helfen. Ihr findet es unten im Link, checkt das mal aus. So, wir hatten ja gestern schon eine Govi Lichterkette am Start. Jetzt haben wir einen Govi LED Strip, einen Smart LED Strip für 5 Meter, auch mit App-Anbindung für gerade mal 16,99 mit einem 2 Euro Coupon statt 24 Euro. Könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Wie gesagt, Govi ist mittlerweile eine wirklich gut etablierte Marke, wenn es um LED-Technik geht. Findet ihr auch in der Beschreibung. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wir haben auch Knabbereien am Start, wie zum Beispiel dieses 1 Kilo Party Pack M&M's Peanut-Version, also mit Erdnüssen, für gerade mal 8,39 statt 15 Euro. Wenn ihr mal wieder so richtig in M&M-Laune seid, dann bekommt ihr 1 Kilo Glückseligkeit für einen richtig guten Preis. Allerdings, wenn ihr nicht auf die Schokolade steht, aber trotzdem Nuss-Fan seid, dann gibt es hier gerade was richtig Cooles, und zwar die Amazon Essential Cashew-Kerne naturbelassen in einer 200-Gramm-Packung für 2,52. Hier ist die Sache, wenn ihr euch 20 von diesen 200-Gramm-Packungen gönnt, dann bekommt ihr 20% Rabatt, weil ihr über die 50 Euro kommt, und könnt nochmal einen Coupon drauf klatschen. Sprich, ihr bekommt 4 Kilo Cashewkerne für gerade mal 40 Euro. Und das ist auf jeden Fall ein richtig harter Preis. Also wenn ihr so richtig, richtig heiß auf Cashewkerne seid, der Trick ist auf jeden Fall für euch. Natürlich müsst ihr dann auch diese ganzen Cashewkerne aufbewahren. Und dafür gibt es dann hier diesen Roto Domino 4er Gefrierdosen-Set. Ein halber Liter passt da rein. Für gerade mal 3 Euro, also 4 Dosen für 3,75 Euro pro Dose. Mega gutes Angebot, könnt ihr hier auf jeden Fall euch hier abstauben, um Cashewkerne oder auch was auch immer da reinzufüllen. Und es wäre kein Prime Day Video, wenn wir nicht auch einen Airfryer mit drin haben, und zwar den Philips Essential Airfryer mit Rapid Air Technologie für 110 Euro statt 140. Kann man nichts falsch machen, und Philips ist auf jeden Fall auch eine Marke, da kann man Qualität erwarten. Von daher lohnt sich das Ding auf jeden Fall. Ja, und mit dem Herbst bzw. dem Winter vor der Tür sollten wir immer auf unseren Mineralstoffhaushalt achten. Dafür haben wir jetzt hier die Abtei Magnesium Tabletten. 240 Milligramm pro Tablette, 40 Kapseln. Das Ganze gibt es für 2,69 momentan mit einem Coupon obendrauf. Normalerweise kostet das 8 Euro. Also perfekt, um euch für den Winter und den Herbst vorzubereiten. Und als nächstes haben wir diesen Elektrorasierer von Braun, und zwar den Series 5 für 79,99 statt 99. Bei Braun kann man auch nichts falsch machen. Absolute Empfehlung da. Außerdem wurden wir unter unserem letzten Video nach einer Dashcam gefragt, einer Wireless Dashcam. Da haben wir hier diese Wibecker Wi-Fi Dashcam. Die nimmt in 2.5K auf oder in 1080. Nimmt hinten 170 Grad auf, vorne 140 für 62,99 Euro. Mit einem 20% Coupon, den ihr noch draufpacken könnt. Normalerweise kostet das Ding 79,99 €, also ein super Deal. Und das Ding ist komplett portabel, geht auch für Mietwagen, also perfekt. Als nächstes haben wir Monitore am Start, und da haben wir diesen Samsung Odyssey Ultra Wide 32:9 Monitor. Also wirklich absolute Riesenspannweite bei dem Teil. Das hat jetzt über das letzte halbe Jahr einen kontinuierlichen Preisfall gehabt, von anfangs so 960 Euro, jetzt für 750. Also kann man sich auf jeden Fall geben, wenn ihr ja genug Platz auf eurem Schreibtisch habt für so einen Proller. Wenn es ein bisschen kleiner und budgetfreundlicher sein soll, da haben wir dann hier diesen Gaming-Monitor von Dell in 24 Zoll mit 165 Hertz Wiederholungsrate für gerade mal 132 Euro statt 195. Kann man auf jeden Fall auch nichts falsch machen, und da könnt ihr euch locker irgendwie 2, 3 nebeneinander setzen, bis ihr die Länge von diesem einen Samsung-Monitor drin habt. Und zum Schluss haben wir noch einen Staubsauger im Angebot, und zwar diesen Bosch Nass- und Trockenstaubsauger, den Advanced Vac 20 für 95 Euro statt 118. Ist auf jeden Fall perfekt für drinnen und
draußen. Hat auch richtig gut Power mit 1200 Watt und 20 Liter. Da passt auf jeden Fall eine ganze Menge rein. Ja, und das war unser zweites Video zum Prime Day. Und wie gesagt, wenn ihr etwas sucht, was jetzt nicht in diesem Video drin ist, dann schaut mal auf unsere Landingpage auf dealdoctor.de. Da haben wir eine Menge weitere Deals und da kommt auch noch jede Menge hinzu heute über den ganzen Tag. Und schaut auf unseren Instagram-Kanal in die Stories. Wenn ihr etwas Bestimmtes sucht, vielleicht fragt ihr sogar die Leute in den Stories, ob sie etwas dazu haben. Keine Ahnung, Shirin kann euch da sicher etwas raussuchen oder Marcel oder wer auch immer da gerade dran ist. Ansonsten, man sieht sich beim nächsten Mal, denn die nächsten Sale-Events von Amazon stehen praktisch schon vor der Tür. Wenn ihr mehr zu solchen Sachen wie zum Beispiel den Chromecast sehen wollt, dann geht mal hier auf diese Playlist. Da haben wir eine Menge von diesen Geräten drin. Man sieht sich beim nächsten Mal und ciao.